Commander Hiller, was gibt es? Ein einzelner Transporter, der die Blockade durchbrechen will, Sir. Rufen Sie das Schiff per Com. Ja, Sir. Hier spricht Captain Utah von Sternzerstörer Schwarzer Nebel. Sie sind in eine imperiale Sperrzone hineingeflogen. Das Imperium kann so ein Verhalten nicht dulden. Bitte schießen Sie nicht. An Bord unseres Schiffes sind nur Frauen und Kinder. Wir sind unbewaffnet. An Bord sind nur Frauen und Kinder. Wir bitten Sie. Scannen Sie das Schiff auf Waffen und Lebenszeichen, Commander Hiller. Er scheint die Wahrheit zu sagen, Captain. Nur einige Lebenszeichen. Sie sind komplett unbewaffnet. Sind Sie sich der Konsequenzen bewusst, was es bedeutet, in eine imperiale Sperrzone einzufliegen? Ja, aber wir bitten Sie um Gnade. Wir haben nur Frauen und Kinder an Bord und alle sind halb verhungert. Ich verstehe. Commander Hiller, laden Sie die Waffen und pusten Sie das Schiff weg. Aber Sir, Sie haben doch gehört, es ist ein Schiff mit Frauen und Kindern an Bord. Das können wir doch nicht tun. Wenn ich dieses eine Mal, und zwar nur dieses eine Mal, eine Ausnahme mache, erwarte ich, dass Sie nie wieder meine Befehle in Frage stellen. Haben wir uns verstanden, Commander Hiller? Ja, Sir, absolut. Ausgezeichnet, Commander. Sie sind ein guter Mann, aber Ihr Idealismus könnte eines Tages Ihr Verderben sein. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, Sir. Gut, ziehen Sie sie in Bucht 3. Ich würde mir persönlich ansehen, was Sie uns da reingeholt haben, Commander. Sie haben so lange die Brücke. An das unbekannte Schiff. Bereiten Sie sich darauf vor, dass ein imperiales Inspektionsteam Sie begutachtet. Ich danke Ihnen vielmals. Sie haben die Frauen und Kinder gerettet. Sie sind ein Held. Ich danke Ihnen. Nun, offensichtlich bin ich jetzt ein Held. Lieutenant, lassen Sie die Schleusen öffnen. Zu Befehl, Sir. Haben Sie das auch gehört, Lieutenant? Ja, Sir. Und Captain Utah ruft uns per Com. Captain, wir verstehen Sie ganz schlecht. Was müssen wir unbedingt? Captain! Commander, an Bord des gesamten Schiffes haben wir Schäden. Und die Lebenszeichendetektoren zeigen an, dass wir schon Dutzende von Leute verloren haben. Öffnen Sie mir sofort einen Kanal zu diesem Frachter. Ich will diesen Piloten sprechen. Sie elender Dreckskerl. Sie sagten, dass an Bord Ihres Schiffes nur Frauen und Kinder wären, die Hunger leiden. Ich werde Sie mit der vollen Härte der imperialen Macht bestrafen. Aber ich habe Sie nicht belogen, Commander. Sie sind ein Held, der hungrige Kinder und Frauen gerettet hat. Ich habe Ihnen nur verschwiegen, von welcher Spezies die Kinder und Frauen sind. Ratare. Und Commander, sehen Sie einmal hinter sich. Was? Ah!